analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Bevor wir anfangen, wollte ich nur kurz sagen, Rebecca, was hast du denn heute für ein schönes Oberteil? Ich habe gerade Sport gemacht und das ist mein hässliches T-Shirt, das ich immer zum Sport anziehe. Vielen Dank, dass es dir aufgefallen ist. Ja, siehst du, das war schon ein kleiner Test für unser heutiges Thema, denn heute wollen wir Smalltalk-Themen testen. Was? Und das war schon eins, was ich irgendwo gefunden habe und dachte, funktioniert das? Ich teste es mal aus. Und das scheint ja dich ins Gespräch geholt zu haben. Ja, okay. Wenn ich jetzt fragt, wer sind wir, warum testen wir überhaupt Smalltalk? Wir sind Rebecca, die Philosophin. Hi. Und Paul, der Sprachwissenschaftler. Und wir beschäftigen uns mit allen Themen aus der Wissenschaft, vor allem aus unseren Wissenschaften, aber gerne auch aus anderen, aus der Popkultur und auch aus allem dazwischen und aus der Vermischung von beidem. Und weil wir eigentlich immer, wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, unsicher sind, was das Ganze eigentlich sollte, ist so unsere letzte Zuflucht, dass wir dann immer sagen können, naja, immerhin habt ihr jetzt ein paar nette Smalltalk-Themen ja. gewonnen. Meistens so fürs erste Date oder so. Ja, genau, genau. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Moment mal, was sind eigentlich gute Smalltalk-Themen? Darüber sollten wir mal sprechen und haben uns für die heutige Folge ein kleines Konzept überlegt. Das Konzept sieht so aus, dass ich zunächst als Sprachwissenschaftler ganz kurz sage, was so die typischen Funktionen von Smalltalk sind, die so in der Forschung herausgefunden worden sind, was man dazu so sagt. Wirklich ganz, ganz kurz. Dann erzählen wir ein bisschen so unsere Alltags-Smalltalk-Einstiege, die wir so kennen aus unserem Umfeld. Und dann haben wir eben noch 5 ausgesucht und werden die aneinander jeweils testen. Das heißt, die jeweils andere Person weiß gar nicht, welche 5 Themen wir mitgebracht haben. Und dann gucken wir einfach, können wir daraus ein gutes Gespräch entspinnen und reden dann vielleicht noch danach so ein bisschen, bewerten wir das? Ist das ein guter Einstieg? Ja. Für welche Kontexte ist der vielleicht gut und so weiter? Genau, also ich würde sagen, ich steige mal ganz, ganz kurz mit der Sache ein, wozu Smalltalk aus sprachwissenschaftlicher Sicht eigentlich da ist. Und im Prinzip kann man so ganz grob sagen, dass Smalltalk eigentlich so eine Art sozialer Kleber ist. Also so die typischen Funktionen, die damit verbunden werden, sind so ein bisschen soziale Bindung, aber auch soziale Kontrolle. Das mit der Kontrolle klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen negativ und das kann es auch sein. Dazu sage ich gleich ein paar Beispiele. Aber vor allem geht es darum, so eine Bindung herzustellen. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass so Forschung zu so Smalltalk schon so in den 1920er Jahren angefangen hat. Da habe ich dann von einem Sprachwissenschaftler was gelesen, der dann sowas gesagt hat, was ich super fies fand, nämlich so, naja, wenn Menschen nicht so intelligent sind, dann halten sie Schweigen ganz schlecht aus und dann interpretieren sie ein Schweigen immer als Abweisung oder sogar als Aggression. Deswegen sollte man immer Smalltalk-Themen haben. Damals hieß das noch Konversation oder so. Damit man sozusagen nicht von den Leuten falsch interpretiert wird. Fand ich eigentlich ganz spannend. Das ist jetzt nicht dieses, wenn man unintelligent ist, hält man Schweigen. Das ist ein bisschen komische Annahme. Ja. Aber ich glaube schon, dass es so Kontexte gibt, wenn ich jetzt auf, was ich ein neuer Arbeitskollege irgendwo bin, also ich trete als neuer Arbeitskollege irgendwo auf, hätte ich wahrscheinlich schon das Bedürfnis, also ich würde wahrscheinlich eher aus Nervosität mehr labern als weniger. Also ich finde auch so Schweigen, also wenn man es schafft im Gespräch oder wenn man mit jemandem zusammen ist, zu schweigen, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass man sich gut versteht, würde ich sagen. Also dass man so Schweigen aushalten kann, das kann ich nur mit ganz wenigen Leuten, weil ich auch direkt, und das hat wahrscheinlich nicht mit fehlender Intelligenz, sondern mit fehlendem Selbstbewusstsein oder mit so sozialen Ängsten oder so, die man ja so hat, zu tun, dass ich dann auch das Gefühl habe, oh Gott, die Person schweigt, der ist total langweilig, ich muss jetzt irgendwas sagen, wie ist das Wetter heute? Ja, 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 genau, genau. Ja. Nee, genau, aber um dieses Schweigen, ich habe eine Kollegin, die forscht auch zu Schweigen aus sprachwissenschaftlicher Sicht, ich will jetzt gar nicht zu weit eintauchen, weil das ein Riesenthema ist, aber Schweigen ist natürlich was anderes als nicht kommunizieren und Schweigen kann man ja eigentlich nur, wenn man schon sich, sage ich mal, wenn der soziale Kleber dick genug schon ist, den man sich aufgebaut hat, dann funktioniert das Schweigen auch. Ich glaube, ich könnte ja sowas wie, ich würde ja niemals denken, so, boah, die Leute in der Straßenbahn, mit denen bin ich richtig tief verbunden, wir können alle gemeinsam schweigen. Ja, ja. Deswegen, ja, ja. Das ist ja nicht gemeint, sondern es sind ja bestimmte kommunikative Situationen mit vertrauten Leuten gemeint. Und diese soziale Bindung und Kontrolle will ich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, weil es super, so super spannend, also Smalltalk scheint so ein bisschen so ein ambivalentes Thema zu sein, weil es gibt sozusagen so, wenn man Leute auch fragt, das ist ja auch immer ganz spannend zu fragen, was halten sie eigentlich von Smalltalk, da gibt es so verschiedene Äußerungen, sind das auf so einer ganzen Spannbreite, zum Beispiel sagen Leute, naja, Smalltalk darf keine Konsequenzen haben, aber oft sagen auch Leute, naja, es gibt auch Beispiele, wo Smalltalk super starke Konsequenzen hat und die nehmen zum Beispiel als so typische Situationen, in denen Smalltalk auftritt,
oft auch zum Beispiel Pausen während der Arbeit oder auch Schulpausen sind so ein typisches Beispiel. Ne? Da sagen auch SprachwissenschaftlerInnen ganz oft, dass sie auch Smalltalk hat auch einfach die Funktion der psychischen Entlastung. Mhm. Man redet einfach über was anderes. Ja, man hat die ganze Zeit irgendwie 45 Minuten oder sogar 90 Minuten mit jemandem intensiv über Inhalte nachgedacht und gesprochen in einem Seminar oder eben in der Schule. Und dann geht man in die Pause raus und sagt so, oh, boah, das Wetter heute. Einfach nur um so ein bisschen so sich zu entlasten. Und jetzt kommt diese Konsequenzensache dazu rein. Nämlich, dann sagt man, naja, wenn ich über das Wetter rede, hat das offensichtlich keine Konsequenzen. Aber wenn ich in diesem Gespräch sage, boah, hast du schon gehört, Natalie hat gestern Johnny geküsst oder so, dann hat es natürlich krasse Konsequenzen. Was, sie hat Johnny geküsst? Ist sie nicht mit Peter zusammen? Ja. Und dann entstehen vielleicht Gerüchte und diese Gerüchte können Konsequenzen haben. Und gerade im Arbeitskontext noch sowas wie, boah, hast du gehört, der Chef soll voll schlimm gewesen sein zu Renate, die hat nämlich nicht den richtigen Salat aus der Cafeteria mitgebracht. Dann so, oh, ja. Der Chef ist aber so ein übler Typ. Und dann verändert das ja vielleicht auch mein Verhalten, dass ich so ein bisschen... Ne, aber krass, würdest du das als Smalltalk bezeichnen? Das würde ich zum Beispiel gar nicht als Smalltalk bezeichnen. Also in der sprachwissenschaftlichen Definition ist das halt so ein bisschen, ne, es kann eben, es sind sowohl diese, also es ist gar nicht ganz witzig, ich habe so verschiedene, auch da ist so eine Skala. Also die sagen, es kann so was Formelhaftes sein, also so wie so kurze Grußformeln, ne, so hey, was geht oder so. Und dann geht es schon los, das ist ja auch schon Smalltalk. Ja. Dann gibt es immer so eine höhere Steigerung. So hat man so geguckt, was sind so typischen Themen? Typischen Themen sind Gesundheit, ne? also typischerweise. Ja, ja, genau, also wie geht's dir? Also wenn man weiß, die Person war krank oder es ist eine Grippewelle da oder sowas. Ich meine, gerade bei Corona müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das geht ja schon dann aus Smalltalk raus, wo man eben vielleicht auch über Politik spricht. Dann finde ich es auch so Gossip sozusagen, also ist dann die Kategorie in der amerikanischen Sprachwissenschaft, also natürlich sowas wie Lästern oder Geschichten aus dem Umfeld, ja, also das nennt man ja Gossip, irgendwie so, das kann positiv, negativ sein, kann einfach nur sein, hey, ich habe X schon lange nicht mehr gesehen, was hast du, was ist dein letzter Stand oder so, ne, dass man so ein bisschen sieht, ist die Person immer noch mit Y zusammen oder nicht und sowas, ne, dann Offensichtliches, also alles, was ich sage, sind so hohe Abstraktionsgrade, wo Menschen befragt worden sind, was ist für sie Smalltalk und dann nennen sie Themen und dann werden die von Sprachwissenschaftlern so gruppiert und dann sagt man halt, ah ja, Offensichtliches, zum Beispiel, oh, ziemlich heiß heute, ne, oder so, ah, was isst du denn da? Ja, Käsebrot esse ich auch gerne oder was weiß ich, also das ist gemeint mit Offensichtliches. Auch sowas wie Reden über Vorlieben und Abneigungen, aber mit, genau, da nickt jetzt jeder, aber Vorsicht, mit dem Potenzial zur schnellen Einigung. Also man redet zum Beispiel sowas wie, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Oder arbeitest du auch gerne im Garten oder so? Und wenn die Person sagt nein, hat das ja keine krassen Konsequenzen. Aber wenn ich sowas sage wie, ach Mensch, morgen Bundestagswahl, ich wähle auf jeden Fall AfD oder so, dann würden die Leute wahrscheinlich sowas sagen, da ist nicht das Potenzial zu einer schnellen Einigung da. Ja, weil ich über Politik rede. Oder sowas wie, möchte nicht schnell als Fußnote sagen, das ist nicht deine politische Einstellung. Ja, ich gehe davon aus, dass man versteht, dass ich absurde Beispiele mache. Aber falls ihr zum ersten Mal dabei seid, nein, natürlich nicht. Ja. Genau, aber wie gesagt, Vorlieben, Abneigungen, Klammer auf oder wichtige Fußnote mit Potenzial zur schnellen Einigung. Genau, also oder eben, was du gesagt hast, keine Konsequenzen. Das ist jetzt ob mein Lieblingsbuch jetzt Harry Potter ist und dein Lieblingsbuch Herr der Ringe. Kann sein, dass wir uns drüber streiten, aber ja, genau, nicht aber mit so einer schlimmen... Freundschaft wird nicht darüber zerbrechen oder sowas. Ne? Also das kennt man, ist ja eigentlich ganz, ganz süß, wenn man so TeenagerInnen kennt, dann ist es ja voll oft sowas wie, was, du hörst die Band, dann kann ich mit dir nicht reden. Da werden schon so Sachen eingeübt, aber eigentlich ist das ja Smalltalk. Mhm. Und die letzte Kategorie ist, das finde ich ja total lustig, für den Hörer oder Hörerin sachlich irrelevante Erlebnisse des Sprechers oder der Sprecherin. Also kurz gefasst, unwichtige Geschichten aus meinem Leben, die ich der anderen Person erzähle. Mhm. Also man stellt sich hin und sagt so, oh, gestern habe ich eine kleine Fahrradtour gemacht. Das ist für die Person halt völlig konsequenzlos. Ne? Ja. So, das ist auch typischer Smalltalk. Okay. Das sind so die typischen Smalltalk-Themen, so, die man so, wenn man Menschen fragt, was haltet ihr für Smalltalk, nennen die Themen. Und da gibt Beispiel, die Leute geben Beispiele und dann haben das, sind die Kategorien, die man so zusammengeführt hat. Also das würde alles unter Smalltalk fallen nach dieser Kategorisierung. Also sehe ich vieles auch, nur diese Gossip-Sache, da kann ich mich irgendwie nicht mit anfreunden, weil das ist ja auch die einzige Sache, wo dieses Konsequenzlos nicht zutrifft. Also als ich so überlegt habe, was wäre für mich so Charakteristika für Smalltalk, habe ich halt gedacht, also erst dachte ich halt, Smalltalk gibt es primär, wenn man die Leute nicht so gut kennt, weil wenn man jetzt so einen Abend mit FreundInnen hat, dann hat man ja eigentlich keinen Smalltalk wahrscheinlich oder vielleicht höchstens zum Einstieg. Mhm. Aber so typische Smalltalk-Situationen sind, wie du gesagt hast, mit KollegInnen, aber dann halt in dem Maß, wo man sich jetzt nicht super gut kennt oder typische Situationen, an die ich dachte, ist halt,
man fährt mit einer Mitfahrgelegenheit irgendwo hin, kennt diese Leute nicht und denkt sich, scheiße, ich kann nicht anderthalb Stunden jetzt schweigen im Auto, ich muss jetzt irgendwas sagen. Aber es ist halt, ne, ich kenne die Leute nicht gut und es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass wir dieses Gespräch wieder aufnehmen werden. Dachte ich auch so für Smalltalk, weil ich diese Leute halt nie wieder sehe. Deshalb dachte ich irgendwie, Charakteristika wäre für mich irgendwie, weil du gesagt hast, diese Bindung, hätte ich halt gesagt, nicht so eine große Bindung, dachte ich spontan. Kurz, dachte ich noch so. Smalltalk-Gespräche sind eher kurz. Und ich dachte halt, das ist ja bestimmt das, was mit konsequenzlos gemeint ist. Sie sind so belanglos ein bisschen. Also hatte ich, oder sie gehen nicht in die Tiefe. Also wenn sich zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, wenn du mich jetzt fragst, was ist mein Lieblingsbuch? Und ich erzähle jetzt so ein bisschen rum, dann kann sich das auch ein richtiges Gespräch smooth ergeben. Dann würde ich das aber nicht mal als Smalltalk bezeichnen. Weißt du? Aber trotzdem würde ich halt Gossip dann da rausnehmen, weil das ist nicht belanglos. Also irgendwie schon, ne? Weil es ist halt meistens sind die Themen an sich belanglos, aber es ist ja nicht, also es kann ja so eine emotionale, es kann ja emotional vom Belang sein. Deshalb total. Deswegen finde ich, ist ja auch dieses Zweischneidige, was gesagt, mit der sozialen Bindung, sozialer Kleber und aber auch soziale Kontrolle, das ist auch bei dieser Gossip-Sache so stark drin, dass man irgendwie sagt, dass man auch so, also das, da denkt, wird, müsst du jetzt eher an so größere Gruppen denken, also dir vorstellen, sowas wie eine Arbeitsgemeinschaft oder so, also die Leute, die an der Arbeit, gemeinsam an der Arbeit sind und was sich jetzt nicht zum Essen in der Cafeteria oder Mensa verabreden und dann sitzen sie da zu sechst. Das ist damit so dieser sozialen Bindung gemeint, dass man so irgendwie so sagt, na, wie geht's dir? Und achso, man hat so ein Thema auch, wo jeder mitreden kann. Ja, genau, zum Beispiel eben die gemeinsame Arbeit oder so, dass man so ein bisschen diese Bindung stärkt und vielleicht auch nur sowas macht. Und das Interessante ist, was du gesagt hast, dann ist es kein Smalltalk mehr, wenn man so eine Tiefe entfaltet. Das aber auch, haben eben auch aber viele Leute gesagt, dass man im Prinzip sagt, es kann eben aus diesem Gespräch eine emotionale Tiefe entstehen. Ja. Also sozusagen so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie dieses, so ein bisschen so ein Glückstreffer. Also man redet miteinander über Dinge und hat plötzlich nach einer halben Stunde das Gefühl, hey, wir verstehen uns irgendwie voll gut. Und hat man ja so eine emotionale Tiefe aufgebaut. Man kann aber auch, das ist sozusagen wieder diese Skala-Sache, die so zweischneidig Smalltalk so zweischneidig macht, voll oft kann aber auch daraus so entstehen, dass man denkt so, boah, ich finde die Person mega künstlich, empfinde das fast schon als heuchlerisch, die hat sich überhaupt nicht wirklich für mich interessiert, sondern wollte nur Infos über den neuen Chef oder irgendwie Also dass man irgendwie voll oft merkt, dass so die soziale Bindung nur so weit aufgebaut wird, wie sie zweckgebunden ist und so. Also das ist vor allem im Arbeitskontext. Stimmt, und ich dachte halt auch, was ich immer ein bisschen stressig finde an Smalltalk, warum ich auch immer sage, ich bin da nicht gut drin, ist, ich finde so Reden um des Redens willen so super anstrengend. Also ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach über irgendwas reden. Also ich finde es super stressig, über das Wetter zu reden, wenn es jetzt nicht irgendeine spezielle Relevanz hat. Sowas wie, wollen wir campen gehen, dann kann man über das Wetter reden oder so. Aber sonst, ne? Und ich habe das Gefühl, voll auf das Smalltalk halt so, okay, wir reden jetzt, weil wir dann nicht schweigen. Und dann finde ich das total anstrengend, weil ich das irgendwie, ich kann das irgendwie nicht. Also wenn das keinen richtigen, nicht, dass ich denke, man muss immer einen Zweck haben beim Reden, aber wenn ich nicht so, wenn ich nicht ernsthaft interessiert bin an dem Thema, dann finde ich es irgendwie nervig. Ja. Das hört sich irgendwie komisch stressig an, wenn ich das so sage. Ich hoffe, das kommt nicht blöd rüber. Aber nee, aber es ist so ein bisschen wie, wir hatten ja auch schon mal diese Folge über diese Flirt-Sprüche, wo es ja auch um KI geht und sowas. Und so ein bisschen ist das ja hier auch so, dass es so bestimmte Kontexte gibt, für die, wo Smalltalk prädestiniert ist. Also wie eben so Arbeitspausen oder so Partykontext oder so. Und dann ist natürlich, hat man ja zumindest den Zweck, ja, das sich kennenlernen. Also man sitzt zufällig nebeneinander und das ergibt sich vielleicht irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Aber ich dachte halt zum Beispiel bei der Mitfahrgelegenheit, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Menschen nie wieder in meinem Leben treffe, ist ja sehr hoch. Möglicherweise könnten sich da FreundInnenschaften entwickeln. Wenn ich jetzt die Person jetzt auch sage, sie liebt Harry Potter, vielleicht werden wir dann beste FreundInnen für immer. Kann ja sein. Aber in den meisten Fällen werde ich die Person ja nicht mehr sehen oder hören oder sprechen. Und dann habe ich immer das Gefühl, ah, ich weiß es nicht. Und das ist halt so ein bisschen Reden um des Redens willen, was irgendwie blöd ist, weil es kann sich ja auch ein cooles, einmaliges Gespräch ergeben über irgendwas. Aber ja, vielleicht nutze ich da auch so ein krasses Potenzial nicht, weil ich mich so davor sträube. Ich weiß nicht. Wir können ja mal ausprobieren. Also hast du noch was Theoretisches zu sagen? Also ich würde gerne mal über deinen merkwürdigen Spruch vom Anfang sagen. Ja, gerne. Also ja, ich will nur eine letzte Sache. Also um es vielleicht kurz, also ich habe mir extra überlegt, weil wir reden dann immer so lang und ich habe gedacht, wenn wir Dinge definieren, ich habe gedacht, okay, wie kann man das kurz vielleicht so alltagssprachlich zusammenfassen? Ich dachte, also um es kurz zu fassen, im Prinzip kann man sagen, was so die Tendenz zu sein scheint von Smalltalk, was das macht, ist, dass man durch Smalltalk im Prinzip einen Kommunikationskanal öffnet und vielleicht auch offen, weiterhin offen hält. Ja, das ist vielleicht so der zentrale Zweck, könnte ich sagen. Und das kann im kleinen Rahmen sein, also wie du sagst, Mitfahrgelegenheit, da kann ich auch nicht gar nichts sagen. Ich muss ja zumindest irgendwie so ein bisschen, man hat ja, also angenommen, ich merke plötzlich nach einer halben Stunde Schweigens, okay, die Person fährt aber super unangenehm, dass ich mich unwohl fühle.
dann ist es leichter, ins Gespräch zu kommen, wenn man vielleicht schon eh im Reden war, zu sagen, hey, du übrigens, fahr mal bitte nicht so schnell oder so. Ja, das stimmt. Also wenn man gar nichts sagt, deswegen diese, so weit Kanal offen halten oder zumindest auch um so ein gemeinsames, dieses Kanal öffnen und offen halten, im Prinzip die zum Beispiel für so ein kollegiales Arbeitsmiteinander ja auch, dass man irgendwie nett miteinander in der Mensa geredet hat, so dann weiß zum Beispiel der neue Kollege oder die neue Kollegin, ich kann mal anklopfen und fragen, wie funktioniert denn eigentlich dieses Gerät da hinten, weil wir miteinander nett waren. Und ja, das ist gemeint mit Kanal öffnen das und sehe ich total, halten, auf jeden Fall. Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, das, was ich eigentlich stressig finde, ist, wenn man sich verpflichtet fühlt zu reden. Und das meine ich zum Beispiel mit der Mitfahrgelegenheit. Ja, ja. Also, weil ich das Gefühl habe, ich muss halt jetzt was sagen, aber ich weiß halt nicht was. Also dann mache ich so ein belangloses Thema und dann ärgere ich mich über mich selber, weil ich dieses Gespräch nicht führen will, weil niemand Gespräch über Wetter führen will. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich finde, für mich ist die stressigste Situation, die ich mir vorstellen kann, immer so zum Beispiel ein Familienfest, wo ich niemanden kenne und ich werde an einen Tisch gesetzt, wo super also wenig bestimmt, Leute sind. Oder bei so Hochzeiten, wo man so zugelost wird. Ja, genau. Und dann denke ich immer so, oh nein, jetzt muss ich mit irgendwie mein Gespräch anfangen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Genau, und der Anfang ist das Schlimme. Manchmal hat man ja wirklich total tolle Gespräche und lernt die Leute cool kennen. Ja. Selbst wenn man sich danach nie wieder sieht, kann es ja ein cooles Gespräch sein. Aber so dieser Eisbrecher, da haben wir ja auch in der Flirt-Folge drüber geredet, das ist halt so schwer. Und deshalb freue ich mich sehr auf diese Folge. Und aller Notfalls kann man ja immer noch die Löcher-Sache machen, die wir in der Löcher-Episode gesprochen genau, haben. Genau. Finde ich immer gut. Genau, also dann sag mal was zu meinem Einstiegssatz. Kannst du das nochmal sagen? Also, ja, es war irgendwie sowas wie, ne, also, hey, voll das coole Oberteil, was du anhast. Ja, also das finde ich, ich weiß, also mein erstes Problem damit ist, dass es direkt was Flirtiges hat, meiner Ansicht nach. Ah, okay. Und das macht dann natürlich Sinn in Flirt-Kontexten vielleicht, aber in einem normalen, also wenn jetzt mein Arbeitskollege das zu mir sagt und es ist jetzt nicht, also wenn es jetzt so ein T-Shirt ist mit einem witzigen Spruch drauf oder irgendwas, was jetzt wirklich außergewöhnlich aussieht, dann ist es okay irgendwie. Ja, ja, ja. Aber wenn es jetzt wirklich, ich habe gerade echt so ein ganz altes T-Shirt an. Ja, ich habe auch wirklich gehofft, du hast irgendwas Cooleres an und dann könnte ich darauf an. Und dann finde ich es sehr merkwürdig. Ja, ja, ja. Also bei diesem Tipp stand auch, man soll dann natürlich was, also man soll es nur sagen, wenn es auch ernst gemeint ist. Also wenn es zum Beispiel, das war jetzt ein Beispiel mit einem interessanten Kleidungsstück, weil wir hier am Tisch sitzen, sehe ich nur dein Oberteil. Ja. Aber angenommen, das ist jetzt irgendwie eine schicke Hose oder coole Schuhe, hätte ich auch aber dazu was gesagt. Aber es muss schon außergewöhnlich sein. Es muss nicht mal, ich finde, selbst wenn man so eine hübsche Bluse anhat, würde ich das auch nicht sagen. Glaube ich. Ja, ja. Und ich finde, es hat halt in so, das ist immer blöd zu sagen, aber in so zwei geschlechtlichen Sachen hat es immer so was Flirtiges, ja. Was ja Quatsch ist, weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene Sexualitäten, aber ich glaube, man ist einfach so geprimed vielleicht. Klar. Also ich meine, das war ja auch eher so, bei all diesen Tipps steht immer, also wenn es nicht dabei steht, sollte es dabei stehen, zu Recht, man muss die Dinge so ein bisschen, sag ich mal, in die Situation und an sich selber anpassen. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arbeitskollegin treffen würde, die nicht weiß, ob ich in einer Partnerschaft bin oder nicht, und würde versuchen, trotzdem diesen Smalltalk-Einstieg zu machen, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, hey, voll das interessante Oberteil, meine Freundin mag auch sowas, wo hast du das gekauft oder so. Dann ja, ist das okay. So ein bisschen geklärter. Und dieses, wo hast du das gekauft oder wo hast du das her, gibt dir einen super leichten Gesprächseinstieg. Ja. So, ne? Also so. Aber ich finde halt auch dieses, wenn man so ein Kompliment bringt, so ein schönes T-Shirt, weiß ich halt auch nicht, ob sich da wirklich ein Gespräch ergibt. Weil außer es ist halt wirklich sowas wie, ist ja mein typisches Beispiel, ich habe jetzt ein Band-Shirt an und sage ich so, ja, cool, hörst du auch diese Musik? Und dann ist man aber über diese Musikschiene drin. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, hey, du hast aber eine echt schöne Bluse an, sage ich so, ja, danke schön. Dann, also gibt es da auf der analytischen Kaffeeplausch-Smalltalk-Skala von 1 bis 5 eher eine 2. Moment, von 1 bis 5 und 1 ist schlecht. Ja, ja, und 5 ist fantastisch für jede Situation geeignet. Und 1 ist, würde ich nie anwenden. Es ist eine 2 oder eine 1,5. Ich bin nicht so leider. Verstehe. Also ich sehe sehr wenige Möglichkeiten. Wenn es passt, ist es richtig gut. Aber ich sehe so wenig Möglichkeiten, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht so toll. Also ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass du überhaupt irgendwie darauf positiv reagiert hast. Also weil ich fand es auch nicht so gut. Aber ich habe nur gelacht, weil es halt so absurd ist, dass ich so ein super altes T-Shirt habe. Ich weiß. Ja. Genau, aber ja, vielleicht wollte ich. Ja, wir können ja einfach mit diesem Klassiker anfangen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber wir kennen sicherlich beide und viele unserer ZuhörerInnen, ich weiß nicht, ob das ein Altersding ist, aber viele kennen wahrscheinlich dieses typische, sag mal, kann man Brot eigentlich einfrieren Ding. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe das jetzt auch nicht recherchiert oder so. Aber ich kenne das, also ich habe schon mal erlebt, wie Leute das gesagt haben, aber immer ironisch.
Also so, es war gerade ruhig und dann hat jemand so gesagt, kann man Brot eigentlich einführen? Hat dann gelacht und man hat nicht wirklich drüber geredet. Ja, ja, ja. Nur in diesen Kontexten kann ich das. Ich auch. Ich habe aber, also ich, es war auch in, so, so bei mir in einer bestimmten Zeit super präsent. Und ich habe irgendwann mir da vorgenommen, super ernst einfach Ja zu antworten. Ja. Aber du hast es aber auch noch nie in ernsten Kontexten erlebt. Nee, oder? Genau. Nee. Ja, okay. Ja. Genau, also es ist, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt also es ist einfach jemand die Frage stellt, kann man Brot eigentlich einfrieren? Und angeblich gibt es dann eine hitzige Diskussion, weil Leute sagen ja oder nein oder ja, aber nur wenn es Schwarzbrot ist, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das ist ein Witz, oder? Weil ich weiß es nicht genau. Also nehmen wir es einmal ganz kurz ernst. Ne? Ja. Es ist halt Quatsch, das zu sagen, meiner Ansicht nach, weil man kann Brot natürlich einfrieren. Ich habe das schon sehr oft gemacht. Ja, ja, klar. Vielleicht ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das bei so Leuten, die gerade von zu Hause ausgezogen sind. Ne? Also ich habe früher auch sehr viele Sachen in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. Sowas wie, kann man Dosentomaten, also passierte Tomaten einfrieren? Irgendwie sowas. Ja, ja, das sehe ich schon. Aber selbst wenn man es nicht weiß, ist halt immer irgendjemand dabei, der dann Ja sagt. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Weil ich glaube nicht, dass es da wirklich eine hitzige Diskussion gibt. Oder? Genau, Deshalb würde ich da eine 1 geben für. Ja, finde ich auch. Also außer in diesen witzigen, aber nicht mal in witzigen Kontexten ist das gut. Ja, also einmal, ich habe eine Situation erlebt, da haben sich, das war so Arbeitskontext, verschiedene KollegInnen von mir und ich hatten was organisiert. Und da lief was nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben uns ein bisschen gestritten. Es war so ein Gruppending. Mhm. Und dann entstand so ein unangenehmes Schweigen. Und dann sagte eine von den Kolleginnen halt, kann man Brot eigentlich einfrieren? Und dann mussten wir alle lachen. Okay. Dafür war das richtig gut. Ja, gut, das sehe ich. Genau, so als Comic Relief sozusagen. Ja, genau. Aber nur, weil wir alle wissen, dass man Brot einfrieren kann. Ja, genau. Und, und dass das so ein Icebreaker-Ding ist. Und was, das war auf der Stelle dann eben ironisch, weil das Eis war ja vorher gar nicht da. Wir kannten uns ja alle, aber es ist Eis entstanden dadurch, dass wir uns zerstritten hatten. Sanft zumindest. Ne? Dann gibst du eine 2, 3? Naja, ich gebe auch eine 1, weil das war ja wirklich ein Sonderfall. Ja. Vielleicht eine Sache, die ich kenne, das kenne ich halt so auch aus meinem Freundeskreis, ganz oft diese Frage, die habe ich dann auch eben, ich hatte die total vergessen, aber dann habe ich sie auch im Internet bei der Suche nach guten Smalltalk-Themen gefunden und dachte, ja stimmt, das war eine Zeit lang auch total in, also es ist für mich quasi so das andere Brot-Einfrieren-Ding, nämlich dieses, würdest du lieber gegen eine Ente kämpfen, die groß ist wie ein Pferd oder gegen 100 Enten, die oder gegen 100 kleine, oh Gott, gegen 100 Pferde, die so groß sind wie Enten. Kannst du das nochmal sagen? Ja, also stellt euch vor, ihr könnt kämpfen, stellt euch jetzt ein Pferd vor, dieses Pferd ist aber kein Pferd, sondern es ist eine Ente, die genauso groß ist wie dieses Pferd. Ja. Würdet ihr gerne dagegen kämpfen? Oder stellt euch 100 kleine Pferde vor, die so klein sind wie Enten, würdet ihr lieber gegen diese kämpfen? Ja. Also ich kenne diese Story auch, aber ich glaube nur, weil wir gemeinsame FreundInnen haben. Ich weiß nicht, ob das so ein bekanntes Ding ist oder ob das nur in deinen FreundInnen... Aber ich habe sie, wie gesagt, ja auch im Internet gefunden, auf zwei verschiedenen Seiten und sogar auf einer englischsprachigen. Witzig, ich dachte nämlich, das hat sich jemand ausgedacht, den wir beide kennen. Ach so, nee. Das macht das weniger originell leider. Ja, ich habe es im Internet gefunden, auch auf einer, also sowohl auf einer englischsprachigen als auch auf einer deutschen Seite. Also scheint so ein Ding zu sein. Also ich habe das schon mehrmals in Gesprächen erlebt. Ich hatte immer das Gefühl, es ergibt sich auch so eine nette Diskussion. Ich persönlich würde, falls es interessant ist, würde lieber gegen die Pferde, die so groß wie Enten sind, kämpfen, weil ich das Gefühl habe, ich würde die so wegtreten. Und klar, das sind 100 Stück, aber die sind so klein wie Enten. Also ich könnte halt auch hochspringen und auf die draufspringen. Und dann hätte ich schon mal ein paar... So ein Body-Slam. Ein paar Weckel. Und so, ich meine, eine Ente, die so groß ist wie ein Pferd, ist halt krass. So, ne? Mit dem Schnabel. Ja, und den, total. Also ich würde auf jeden Fall die kleinen Pferde nehmen. Also ich bin auch eins dieser Kinder, was in seiner Jugend von Gänsen gejagt wurde. Deswegen habe ich vor allem diesen Schnabelvogeltieren Angst und würde auf jeden Fall auch lieber die kleinen Pferde nehmen. Aber ich würde denen doch nichts tun. Die würden mir doch auch nichts tun. Ich habe das Gefühl, Pferde ja, und... Ja, aber es, die Prämisse ist ja, dass es ein Kampf ist. Ich weiß, aber ich finde, das ist... Also wir müssen das jetzt nicht super weit ausholen, aber ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich da coole Diskussionen, gerade in einer größeren Gruppe, weil immer gibt es Unterschiede. Also ich habe das noch nie erlebt, dass alle gleicher Meinung waren. Das stimmt, ja. Also es ist passiert immer, wenn ich das sowas sage, dann sagt die andere Person, was, bist du verrückt? Aber das sind 100 und so. Ja. Also ich finde, das ist nicht schlecht. Ja. Es ist vielleicht dann
also wenn es relativ bekannt ist, vielleicht ein bisschen ausgelutscht, weiß ich nicht genau. Ich dachte halt, wie gesagt, es wäre einfach, es hätte sich jemand ausgedacht. Das macht mich ein bisschen traurig jetzt an dieser Stelle. Ja. Aber ja, finde ich ganz gut. Kann ich empfehlen, würde ich eine 4 geben. Ich würde eine 3 geben. Ich finde, weil ich habe das Gefühl, es hat, also ich habe das Gefühl, die Leute, die sagen, sie würden gegen die riesige Ente kämpfen, die lügen einfach. Ja, ja, ich glaube, das Problem ist auch, also Pferde an sich sind ja echt mächtige Tiere, aber wenn die so klein sind wie eine Ente, was können die schon machen? Ja, genau. Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, ich würde außer die würden sehr gut im Team zusammenarbeiten. Na, dann könnten die natürlich. Ja, aber, klar, aber dann, dann alles, was gut im Team arbeitet und 100 davon könnte mich töten. Auch 100 Ameisen. Aber was ich halt an diesem Gespräch ganz gut finde, ist, es könnten sich potenziell ähnliche, so würdest du eher Sachen ergeben, die so ein bisschen kreativer werden. Das heißt, es könnte sich so ein gutes Gespräch möglicherweise. Okay, okay. Ja, ich verstehe oder dich. Man würde so über Enten und Pferde reden, keine Ahnung. Ja, ja, dann verstehe ich deine Viererwertung. Nee, können wir sagen, als gemeinsamer Score 3,5. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt auf deine eins deiner fünf Themen. Ich wusste übrigens gar nicht, dass wir fünf mal. Ich habe einfach irgendwas, also ich habe einfach so ein bisschen überlegt, was mir selber... Ich habe auch 6 aufgeschrieben, unabsichtlich. Also ich habe eine Sache noch, die habe ich dich, glaube ich, auch schon mal gefragt, weil ich das irgendwann mal, weil ich das ich weiß nicht mehr, woher das kommt, ob das auch so ein typisches, so eine Urban Legend Smalltalk-Idee ist oder ob ich das aus einem ganz anderen Kontext habe. Ja. Aber so diese Frage, stell dir vor, du bist müde, hungrig und fühlst dich total schmutzig. Das heißt, du willst duschen, schlafen und essen. Was machst du zuerst? Also in welcher Reihenfolge machst du diese Sachen? Ja, richtig schmutzig. Also so nach der Arbeit schmutzig oder nach dem Sport durchgeschwitzt. Ja, sagen wir mal nach dem Sport. Weil sagen wir mal nach dem Sport. Klar, duschen, essen, schlafen. Okay. Das ist für mich völlig klar. Also ich würde immer zuerst essen. Weil ich werde richtig sauer, wenn ich nicht esse. Und möglicherweise auch ein bisschen so schwindelig mäßig. Deshalb würde ich immer zuerst essen. Okay. Unter der Dusche ist dann immer ein bisschen schwierig. Und dann würde ich tatsächlich schlafen und dann erst duschen. Außer ich bin super schmutzig. Also wenn ich komme vom Festival nach Hause und hab im Matsch gebadet, dann würde ich auch duschen. Ich würde mich nicht ins Bett legen. Aber wenn es okay ist, halbwegs, dann würde ich mir vielleicht was anderes anziehen. Aber ich würde dann erst zum Schluss duschen, weil... Ich finde, es ist super stressig. Ich glaube, am allerstressigsten finde ich es, hungrig zu sein, danach müde. Und duschen finde ich, also so schmutzig zu fühlen, finde ich im Vergleich mit den anderen beiden Sachen nicht so schlimm. Ich habe eher gedacht, ich würde deshalb zuerst duschen, weil ich würde mir dann beim Duschen überlegen, was ich eigentlich esse. Also wenn ich jetzt einen kleinen Snack, habe ich jetzt nicht, giltet jetzt nicht. Ich würde eher sagen, so... wenn man so richtig hungrig ist, dann isst man halt einfach das, was da ist. Ja, so genau, ein Brot genau, mit genau. Käse oder so. Ja, genau. Also aber angenommen, ich würde zum Beispiel, wie du sagst, nach einem Festival oder so, was ich war mit befreundeten Menschen unterwegs und komme um 3 Uhr nachts nach Hause und bin irgendwie, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen bin ich dabei schmutzig geworden oder durchnässt vom Regen oder irgendwie sowas. Ne? Also, dass ich einen Grund habe zu duschen, will ich quasi nur jetzt in der Geschichte konstruieren. Dann würde ich vielleicht, dann habe ich immer richtig Bock, so was Ekliges, Fettiges zu essen, wenn ich was getrunken habe oder so. Dann würde ich wahrscheinlich mir irgendwas in den Ofen schieben oder so. Ja, okay. Und dann würde ich währenddessen duschen, dann würde ich essen, wenn ich wieder rauskomme und dann sofort schlafen gehen. Okay, ja. Ich weiß nicht genau. Also ich habe das Gefühl, man erfährt halt ein bisschen was über die Person. Also es könnte vielleicht auch eine gute erste Date-Geschichte sein. Ja. Ich meine, vielleicht ist es nicht cool, dass ich gesagt habe, ich dusche zum Schluss und ich dann so komisch antihygienisch rüberkomme. Aber hey, that's reality. Ja. Aber ich finde, es ist nicht das beste Smalltalk-Thema. Es ist besser als Brot einfrieren, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich finde es gut. Aber es ist nicht so gut wie die Entengeschichte, oder? Doch. Ich finde es besser als die Entengeschichte. Aber man kommt man wirklich in ein gutes Gespräch? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, aber an sich wäre das Gespräch jetzt auch zu Ende. Aber ich wäre richtig neugierig, was die anderen sagen. Okay, wenn du in einer großen Gruppe bist. Ja, genau. Also für eine Gruppensache. Und ich meine, die Entensache ist auch eher Gruppen. Ja, okay. Ich denke immer eher an Gruppen und habe das Gefühl, da wäre das richtig cool, weil da würde ich auch wahrscheinlich von jedem wissen wollen, wie sieht die Person das. Also ich würde schon eher eine 4 geben, ich gebe nur keine 5, weil ich denke, vielleicht kommt ja noch was richtig Tolles. Ja, ich würde eher eine 3 oder eine 2,5, weiß ich nicht genau. Nee, gut, 3, dann ist es eine 3,25. Ich glaube, das ist auch völlig egal. Ja. Okay, nee, finde ich aber gut. Genau, das war jetzt auch das Brot und diese Duschengeschichte ist jetzt sozusagen das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, aus,
also dass ich das schon mal gehört habe. Das andere, was jetzt kommt, ist aus dem Internet. Aber ich muss halt ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie du das in die Suchmaschine deines Vertrauens eingegeben hast, aber ich habe nicht so viele coole Sachen gefunden. Das meiste, was ich gefunden habe, war halt so dieses Typische, ne? Frag halt nach dem Lieblingsbuch und so ein Kram. Klar, das und das hat, ist auch gut, aber das ist jetzt auch nicht spannend. Ja, ja, genau. Ich habe eher, genau, also es ist auch das meiste, was ich finde, aber ich habe eher nach so lustigen oder spannenden Sachen gesucht, die so ein bisschen ins Absurde gehen. Ja, Ich meine, eine dieser Sachen, die ich dir auch schon gesagt habe oder die ich dich auch schon mal gefragt habe, wo deine Antwort halt super schnell geht, aber trotzdem will ich es unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalten, ist eine Sache, die, es ist glaube ich, das erste, das war die erste, die, das ist eine Sache, der hat mir mein Bruder erzählt, da war ich noch ein Teenager und das war das erste Mal, dass ich sozusagen mit so einem Konzept wie lustige Fragen, um ein Gespräch zu starten, konfrontiert worden bin sozusagen. Und das fand ich dann mal ganz witzig. Und zwar ist das nämlich diese Frage nach den 3 Cheeseburgern. Also nämlich, und wenn ihr natürlich vegan seid, sind das vegane Cheeseburger. Ja. Also stellt euch vor, ihr habt 3 Cheeseburger, auf die ihr auch total Lust habt. Und einer ist so perfekt warm zum Essen. Also so, halt so diese wunderschönen, gerade fertig gewordene Wärme. Der zweite ist schon ein bisschen kühler, also ist immer noch warm, so okay zum Essen. Und der dritte ist schon normal kalt. Also nicht kühlschrankkalt, sondern so zimmerkalt. Ja. Und in welcher Reihenfolge würdet ihr diese 3 Cheeseburger essen? Sag mal deine Antwort. Ja, ich finde es ja so ähnlich wie das mit dem Duschen, Schlafen, Essen. Ne? Dass man so eine Reihenfolge macht und vielleicht irgendwas über sich selber heimlich sagt. Ja, genau, genau. Sitzt jemand und analysiert das. Also das Problem, was ich mit der Frage habe, also das ist kein Problem, aber ich glaube, ich gebe keine interessante Antwort, weil ich esse total gerne Sachen, die man warm isst, kalt. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Sachen nicht mehr warm sind. Ja. Also ganz im Gegenteil, ich finde manche Sachen sogar besser kalt. Also ich finde Döner besser kalt, ich finde Pizza besser kalt. Und auch Burger finde ich, also nicht, würde nicht sagen, dass ich es besser finde kalt, aber ich finde, es ist für mich kein großer Qualitätsunterschied, ob der jetzt heiß, warm oder kalt ist. Ach so, und deshalb, sorry, ich habe vergessen, eine wichtige Info zu sagen, jetzt wo du es erklärst. Du kannst es gleich wieder aufnehmen, nämlich natürlich wird, während man einen Burger isst, werden die Warmen eine Stufe kälter. Also das heißt, der optimal Warme wird zum leicht Warmen und der leicht Warme wird zum Kalten, während man einen isst. Das heißt, wenn ich anfange mit dem Kalten, dann habe ich wieder einen mittelwarmen und einen kalten nur noch zur Auswahl. Genau. Das wollte ich nur kurz klären, das hatte ich vergessen zu sagen. Ja. Aber bitte. Also wir haben natürlich die Prämisse, dass ich alle Burger schaffe. Ne? Weil genau. Das halte ich für unwahrscheinlich, aber wenn man so kleinere. So, ne? Dann würde ich zuerst den heißen essen, dann den mittelkalten, der jetzt kalt ist und dann den kalten. Aber es ist für mich halt irrelevant so ein bisschen, weil es kein großer Qualitätsunterschied für mich ist. Also es ist leider nicht so interessant, die Antwort. Es würde mich schon interessieren, wenn Leute wirklich sagen, ich finde kaltes Essen scheiße, so, also es ist viel weniger geil, was sie denn sagen würden. Ja. Was würdest du denn zum Beispiel sagen? Du bist ja schon eher gegen kaltes Essen. Ja, ja, also nicht allgemein, aber bei Burger finde ich schon kalt nicht so gut. Und da würde ich wahrscheinlich, ich würde sagen, so am liebsten, ich würde am liebsten eigentlich sofort den perfekten essen, aber dann hätte ich ja nur noch 2 kalte. Deswegen würde ich wahrscheinlich den mittelwarmen essen, dann den perfekt warmen, der jetzt auch nur noch mittelwarm ist. Okay. Und der kalte bleibt ja kalt, dann esse ich den kalten. Das sind wahrscheinlich die einzigen beiden Möglichkeiten, die man so richtig sagen kann, jetzt gesagt haben. Ja. Nee, deswegen, aber ja, genau. Aber ich glaube, worauf es hinausläuft eigentlich, das ist eine Sache, die was anderes ist. Es gibt ja auch diese Mini-Smalltalk-Frage, die, glaube ich, in eine ganz ähnliche Richtung geht. Dieses so, wenn man sich die Fingernägel schneidet und man ist zum Beispiel, ich glaube, wir sind ja beide RechtshänderInnen, genau. Und angenommen, so schneidest du dann zuerst mit rechts links oder mit links rechts? Achso, ich schneide zuerst mit rechts links und dann mit links rechts, ja. Ja, es gibt halt voll oft Leute, die dann da so reindeuten, so okay, du hebst dir das, du machst erst das Einfache und machst dann das Schwierige oder erst das Schwierige, dann das Einfache und gehst du so an alle Sachen ran, dann kann man daraus so ein Gespräch entspinnen. Oder es gibt ja auch so Leute, die wenn sie so eine To-Do-List haben, ob man dann erst das Schwierigste macht erst das Leichteste. Ja. Ja, genau. Und wie ist das bei der To-Do-List? Boah, das ist voll... Also angenommen, das ist wirklich A, B, C und A ist schwer, B ist mittel, C ist leicht. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht verallgemeinern. Weil manchmal habe ich so Tage, da habe ich das Gefühl, ich bin schon froh, wenn ich überhaupt was schaffe und dann mache ich das Leichteste zuerst. Und manchmal habe ich so, also ich bin so, dass ich morgens besser arbeiten kann als mit jeder Stunde des Tages nimmt meine Arbeitskraft ab sozusagen. Deshalb mache ich eigentlich immer erst das Schwierigste zuerst.
Aber es ist ein bisschen stimmungsabhängig. Ja. Aber bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich komme auch echt schwer ins Arbeiten rein. Deswegen fange ich eigentlich typischerweise mit leichten Sachen an, damit ich in diesen Arbeitsmodus komme. Und wenn ich dann da drin bin, kommt mir oft gar nicht mehr B so schwer oder A so schwer vor, wenn ich C schon mal gemacht habe, weil ich in so einem Flow bin, irgendwie besser gesagt. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich das Gefühl, was bei mir oft passiert ist, ich schreibe die To-Do-Liste, dann bin ich schon mal so froh, dass ich was geschafft habe, dass ich eine Pause mache. Das ist wahrscheinlich mein realistischstes Verhalten. Okay, ja. Aber in Wirklichkeit, genau, aber ich glaube, allein, dass wir jetzt kurz darüber geredet haben, zeigt ja, dass das, glaube ich, ein ganz cooles Smalltalk-Thema ist. Finde ich auch. Ich bin immer noch bei der Fingernagelgeschichte. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Gewöhnungssache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es also ich würde mal schätzen, die meisten Leute machen das so, oder? Mit rechts links schneiden zuerst. Also oder mit ihrer Lieblingshand, die weniger. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was man beigebracht bekommt, weil es am Anfang halt schwieriger ist, würde ich schätzen. Ich denke als auch. Kind. Ich weiß zum Beispiel auch bei Schuhen binden, könnte ich jetzt nicht auswendig sagen, ob ich das da auch mache. Aber das ist ja auch beides gleich leicht, oder? Ach so, ja, stimmt. Naja, es geht ja nur wirklich um dieses, ne, mit der geschickten Hand, die ungeschickte schneiden und so. Ach stimmt, bei Fingernägel lackieren mache ich es, glaube ich, habe ich mir voll lange nicht mehr die Finger lackiert, aber ich glaube, da habe ich es auch immer so gemacht. finde ich ganz gut, Gut, ja. Ich glaube nicht daran, dass man daraus was ziehen kann aus dieser Nagelgeschichte, aber alleine, dass man darüber reden kann, ist auch interessant. Ja, und die To-Do-Liste-Sache fand ich echt ganz gut, die du gesagt hast. Da kann man dann auch ganz gut drüber reden. Ich finde es halt mega stressig, wenn so Leute so, es gibt ja so ganz viele MotivationstrainerInnen oder Leute, die dir so erzählen, wie du besser, produktiver arbeiten kannst, dass die Leute da so ein krasses, musst auf jeden Fall zuerst das Schwierigste machen. Dann bist du viel produktiver, das halte ich halt für Quatsch, weil es einfach Leute gibt, die finden das motivierend und es gibt halt Leute, die finden es motivierender, wenn sie erstmal was geschafft haben und dann das Gefühl haben, wenn ich das Leichteste zuerst mache, dann ist das Nächste, was kommt, das Leichteste und immer so weiter, bis ich dann nichts mehr übrig habe. So, das stresst mich, ist so ein komisches, individuelles Ding, was mich irgendwie stresst an Leuten, wenn die so das zu verallgemeinern wollen. Ich weiß. Das tut aber nichts zur Sache. Ja. Wer ist denn dran? Ich, ne? Ja. Was ich sozusagen dann nur gefunden habe, waren so alle möglichen Fragen, die vielleicht ganz witzig sein könnten. Deshalb kommen jetzt einfach Einzelfragen sozusagen. Mhm. Die anderen Sachen waren ja eigentlich auch Einzelfragen. Ja, und nur ganz kurz nochmal, um das Prinzip nochmal zu wiederholen. Also ich werde jetzt authentisch drauf reagieren, du jetzt Smalltalk mit mir anfangen willst. Ab jetzt kennst du diese Sachen nicht. Ja, genau. Also du kannst diese duschen, einfach weil wir das irgendwann mal vor Jahren drüber geredet haben. Ja, genau. Und das mit dem Brot einfrieren kannte man halt. Und das mit dem Cheeseburger hast du mir auch irgendwann mal erzählt. Aber jetzt, und diese T-Shirt-Sache vom Anfang kannte ich ja auch nicht. Ja, genau. Wie und wo würdest du eine Leiche beseitigen? Oh, okay. Da möchte ich auch an dieser Stelle sagen, wenn der Fahrer oder die Fahrerin in der Mitfahrgelegenheit mich das fragen würde, würde ich vielleicht aussteigen wollen. Ja. Man muss, ne, read the room. Es muss schon ein bisschen so, also wenn man so ein witziges Team hat, bei so KollegInnen, könnte ich mir vorstellen, dass man das gut machen kann. Ich würde es nicht empfehlen bei fremden Leuten, die man gerade kennenlernt. Außer die sind halt so ein bisschen morbide drauf, aber es könnte halt merkwürdig rüberkommen. Ich weiß nicht genau. Ja. Okay, ich muss kurz nachdenken. Ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe mir nur die Fragen rausgeschrieben. Ja. Ich habe auch bei meinen nicht viel drüber nachgedacht und dachte, das ist ja bestimmt ein witziges Gesprächsthema. Aber ich dachte, wenn ich mir jetzt was ausdenke, ist es so blöd, unauthentisch. Deswegen, also ich versuche jetzt, also ich muss da, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken. Also ich schätze, ich habe so viele Krimis und Detektivgeschichten gesehen, dass ich weiß, ein Fluss werfen ist Quatsch. Die Person wird angespült und man kann relativ gut nachverfolgen, wo. Ich meine, klar, die Spuren werden beseitigt wahrscheinlich. Also ich gehe jetzt auf das Thema, dass den ich getötet habe oder so. Also wenn es plausibel ist. Ja, wir können das Bestmögliche von dir annehmen. Jemand hat dich angegriffen und du hast mit Notwehr die Person getötet. Aber dann würde du willst ich ja die nicht Polizei... da sehen, Moment. Das sieht halt schlecht für dich aus. Die ganze Szenerie sieht so aus, als ob du das gemacht hättest. Ne, man kennt's. Und deshalb willst du die Person jetzt töten. Entsorgen jetzt. Entsorgen. Ja, oder so, ich möchte jetzt nicht über solche Themen reden. Nee, aber genau, also, also wenn ich irgendwo einen richtig krassen, reißenden Fluss gebe, würde ich wahrscheinlich... Also doch den Fluss. Ja, aber der müsste, ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, den lokalen Stadtfluss nehmen, wo ich weiß, zwei Ecken weiter... Ja, aber guck doch mal, du bist doch jetzt hier, ne, wir wohnen ja jetzt nicht in der Nähe von einem reißenden Fluss. Okay. Willst du jetzt die Leiche ins Auto machen und zu einem reißenden Fluss fahren, oder wie ist die Geschichte? Ja, wahrscheinlich wäre mir das immer noch echt am sichersten. Ich hätte richtig Angst, mit einer Leiche im Kofferraum Auto zu fahren. Aber ich würde ganz unauffällig fahren. Außerdem besitzt du doch gar kein Auto. Das ist jetzt. Du musst dir aber noch ein Auto leihen. Ja, genau.
Ja, ich würde es von, na gut, du hast recht, okay, das ist ungeschickt. Aber ja, das ist, macht ja alles schwierig. Ja, was soll ich Also, sagen? ich glaube, eine richtig gute Idee oder eine Möglichkeit, eine Leiche loszuwerden, ist, zu so einer Baustelle zu fahren, wo so Zement angerührt wird und die dann da reinzuschmeißen, dass das ins Fundament des Hauses überführt wird. Das habe ich auch ein paar Mal schon bei True-Crime-Fällen Aha, gesehen, dass die oh. Polizei oft dann bei sowas, gerade wenn du das selber machst, ne, wenn du selber ein Haus baust oder so, Ah, okay. oder wenn du BauarbeiterIn bist oder so, Ja. dass die Polizei dann manchmal bei sowas also reinguckt und so. Aber Ah, ich halte das ja. eigentlich für eine gute Idee. Weil das muss erstmal rauskommen. Ne? Also du musst halt die Möglichkeit haben, zu einer Baustelle zu fahren, wo das gerade der Fall Ja, ist. ja, Ne? ja. Aber wenn es passt, ich meine, gut, das wäre in meinem Fall auch nicht der Fall, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe. Ich glaube, ich würde dann halt wirklich im Wald vergraben. So, das glaube ich, also sehr, ein sehr tiefes Loch graben. Stimmt, ja, Das aber. wäre die einzige Sache, die ich mir halt noch Ja, überlegen könnte. aber das ist natürlich wieder für Menschen ohne Auto, ne? Ich meine, mit Ja, dem. gut, die musst du erstmal hinkriegen. Ist auch schwierig alleine, du müsstest dir eigentlich jemanden holen, also Komplizen. Komplizen. Ja, aber also ich würde wahrscheinlich in der Realität würde ich aus Panik gestehen. Ja. 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 Genau, also ich finde das ein bisschen zu makaber. Also ich finde, Ja, also ich habe das okay. Gefühl, vor allem ich denke das dann zu krass durch, so, und egal was ich dann sagen würde in der Small-Class-Situation, ich würde wahrscheinlich richtig weird wirken. Ja, okay, aber ich dachte halt, wenn das so eine größere Gruppe ist, wie so ein bisschen wie so eine Black Story, die man Ja, selber ja, 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 schreibt oder ja. so, könnte Ja, ganz ja. witzig sein, wenn jemand so was Absurdes sagt, dann ist es witzig oder so. Ja. Aber ich würde es auch nicht in vielen Situationen empfehlen. Ich Ja, finde es auch nicht ja. so gut, aber ich habe es mal rausgesucht, weil ich irgendwie kurz lachen muss. Und ich wollte wissen, wie du eine Leiche entsorgen würdest. Ihr Okay. habt es gehört hier, Genau. falls ich verschwinde. Reißender Fluss. Ja. Genau. Ja, dann bin ich jetzt dran, ne? Also, und zwar, das ist so ein bisschen so eine aufeinander aufbauende Frage. Wenn du, je nachdem, was du auf die erste antwortest, kommt dann die zweite Frage. Okay. Und es geht so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung wie die Fingernagel-To-Do-List-Sache, also wo man versucht, über kleines Verhalten großes Verhalten abzuschätzen. Nämlich, sortierst du in deiner Brieftasche die Geldscheine nach der Größe und damit ja auch Nein, auf nach keinen Wert? Fall. Okay. Nein. So organisiert bin ich nicht. Ich mache die sogar so zusammen. Also siehst du, die so knicke. Also wenn ich die so aus dem Geldautomaten raushole, sind die ja, dann mache ich die einmal Ja, so in ja. der Mitte und dann mache ich die rein. Ja, finde ich mega stressig. Ich sortiere sie nach Größe, Ja, also und okay. damit ja auch nach Wert. Und wenn du ja, wenn du so wie ich jetzt ja gesagt hättest, wäre die Anschlussfrage, und ist es für dich auch wichtig, dass sie alle die gleiche Ausrichtung haben? Also Okay. in der Ausrichtung, ist klar, was gemeint ist? Ja, Was also mit? dass die Wasserzeichen gleich angeordnet Ja, sind. genau, dass die Scheine alle so was weiß ich, ne, mit der Vorderseite nach vorne Ja. sind und mit der Oberseite nach oben und Ja. sowas. Ne? Und dann Ja, kann kann man ich mich sich leider nicht mit daraus. identifizieren, weil mir das richtig egal Ja, ist. Achso, das ja. heißt, das Gespräch bei mir wäre dann vorbei und dann würdest du weiterziehen. Ja, genau, da würde ich wahrscheinlich Das ist den. natürlich ein bisschen Oder ich würde traurig. versuchen, natürlich sowas zu sagen wie: interessant, bist du in deinem Leben sonst noch irgendwie chaotisch oder sowas? Aber zum Beispiel gar nicht, ne? Ich bin ja eigentlich, ich würde mich nicht als Das chaotisch stimmt. bezeichnen. Also ich Ja, bin ja, jetzt ja. nicht penibel ordentlich, aber ich bin schon eher ordentlich als unordentlich. Finde ich auch. Also ich glaube, man kann daraus auch nicht viel ziehen. Weil bei mir ist es, ich Ja. sortiere zwar die Geldscheine, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen wie, mein Büro ist super chaotisch, aber mein Unterricht ist mega aufgeräumt. Also wenn ich, also Ja, an der okay. Uni und total durchorganisiert. Und zwar immer dann, wenn ich, es gibt Dinge, wo ich kognitiv schon so überfordert bin, die muss ich gut vorbereiten, damit ich nicht wegen Banalitäten ausgebremst bin. Also zum Beispiel beim Bezahlen, ich finde es im Laden, ist für mich der soziale Druck, jetzt rumzufummeln in der Brieftasche. Und hinter mir stehen schon Leute, die jetzt auch bezahlen wollen oder ihre Waren gescannt haben wollen. Ist für mich so stressig, da will ich nicht lange gucken. Ich will meine Brieftasche aufmachen, dann sehe ich Ich den verstehe, ja. 20-Euro-Schein, hole den 20-Euro-Schein, Aber bin ich fertig. mach das immer schon während die Kassiererin der Kassierer noch Ah so ja. scannt. Aber man kann es ja irgendwann absehen, wie viel das ungefähr kostet. Wenn du jetzt nicht eh mit Karte bezahlst, meistens Ah, bezahlt man ja eh mit okay. Karte, aber ich hole dann immer schon raus, Ach so, ja, eigentlich. Oder jetzt krass. so im, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Buch kaufe im Buchladen, dann weiß ich ja schon, okay, das kostet 19,99, also habe ich den 20-Euro-Schein schon in der Hand. Ja, okay, So. ja, klar, vor dem Hintergrund schon, aber ich denke wirklich an diese normalen Einkaufssituationen, wo man oft die Kasse ja auch nicht gut sieht, Okay, also an aber dem eigentlich Betrag. bezahlt man ja häufiger mit Karte, würde ich mal schätzen, Ja, oder? aber ich meine trotzdem, also habe ich jetzt einen Ja, Versuch zu aber kriegen. ich muss ehrlich sagen, das halte ich nicht für ein gutes Smalltalk-Thema. Okay. Also ich glaube auch nicht, dass es viele Leute, also vielleicht bin ich ja die Einzige, die das nicht macht, aber ich glaube, das machen viele Leute nicht und dann ist das Gespräch vorbei. Schickt uns Mails, wenn ihr eure Geldscheine richtig gut Ja, okay. sortiert und vorher bügelt. Oder so. Ja. Ja. Okay.
Ich find, also wie gesagt, ich fand's auch nicht so super gut. Ja, ich hab, glaube ich, noch so zwei Sachen, die ganz okay sind. Bei den anderen Sachen würde ich sagen, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn du ein bisschen mehr hast, kannst du mir ja einfach noch mal ein paar Sachen präsentieren. Mhm, also ich, fällt dir ein Problem oder eine Situation ein, bei der du als Kind so durch Film oder Fernsehen dachtest, dass sie häufiger auftritt, als sie es tatsächlich auftritt? Und du dann irgendwann so als Jugendlicher irgendwie erfahren hast, okay, das kommt gar nicht so häufig vor. Boah. Das ist jetzt ein bisschen, es ist sehr abstrakt. Ich glaube, man muss das gut formulieren. Mhm. Habe ich mir jetzt natürlich keine Mühe gemacht. Aber ich habe direkt an ein paar Sachen gedacht, weil ich war auf jeden Fall als Kind, habe ich zum Beispiel super gerne Schloss Einstein geguckt. Mhm. Ist ja so eine Kinder-Teenie-Serie über so ein Internat. Und was da zum Beispiel super oft passiert ist, ist, dass die Kinder sich in einen Lehrer oder eine Lehrerin verliebt haben. Mhm. So oft, also wirklich so gefühlt jede dritte Storyline, dass ich glaube ich dachte, dass das so ein Ding ist einfach. Aber ich habe in meinem Leben noch nie jemanden getroffen oder habe das auch nie erlebt so in Schulkontexten, dass es das wirklich passiert ist. Es mag sein, dass es häufiger vorkommt und ich das einfach nicht mitgekriegt habe, aber ich glaube, das ist so eine typische Sache, die passiert. Das ist halt so, das ist so interessant, weil das so ein Daily Soap Ding ist, aber passiert das wirklich so häufig, wie uns Schloss Einstein denken mag? Ich glaube nicht so oft, wie es sich in dieser in so soapigen, also ich weiß, ist ja auch eine Art Soap sozusagen anbietet, aber ich habe es zumindest bei uns an der Schule gab es einen. Ach, vielleicht bin ich einfach komisch aufgewachsen. Lehrer, der auch mit einer Schülerin zusammen war oder vielleicht noch ist, keine Ahnung. Und auch, ich weiß auch von Freunden von mir, die als LehrerInnen arbeiten, dass das also an einer Schule auch so ein Fall gibt. Okay, na gut. Aber ich habe noch was anderes, nämlich dass Kinder im Biologieunterricht dadurch, dass sie so lernen, wie man Blutgruppen bestimmt, rausfinden, dass ihre Eltern nicht ihre richtigen Eltern sind und sie eigentlich adoptiert sind. Auch das kommt, glaube ich, in diesen ganzen Kinder-Jugendserien so häufig vor, dass ich ein bisschen dachte, also sicherlich gibt es das in der Realität, aber auf jeden Fall nicht so oft, wie mir das Kinderfernsehen es vorgegeben hat, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Also was ich oft, also was zum Beispiel, also was ich aus vielen Serien kenne, ist dieses, man selber und der beste Freund, die beste Freundin verlieben sich in die gleiche Person. Ach so, ja, okay. Das ist etwas, was mir noch nie passiert ist. Also wo ich noch nie dachte, so Leute, mit denen ich super eng befreundet bin, haben sich in die gleiche Person verliebt oder so. Das habe ich noch nie gehabt. Ich auch nicht? Ja, ja. Aber weiß ich nicht, ob das so... Okay, hätte ich jetzt nie dran gedacht, dass das sowas ist. Mag sein, aber... Ja, okay. Oder was ich auch da denken musste, ist, gerade wenn man so Detektivgeschichten liest, dass es so Geheimgänge gibt, die man so zufällig findet, weil man so eine Kombination an der Wand zufällig, wenn man sich so anlehnt, dann hat man so einen Knopf aus Versehen gedrückt, dann ist man in so einem Geheimgang, der irgendwo anders hinführt. Oder man ist dann gefangen und jemand anders muss einen retten, aber es ist so schwierig. In der letzten Sekunde findet das andere Kind dich, weil es auch mit der Schulter sich dran lehnt. Also es ist so Geheimgänge, viele Geheimgänge gibt. Und dass es aber diese Geheimgänge geöffnet werden durch so, so geheime Knöpfe. Oder so. Ja, ja, ja. Okay, glaub, das habe ich auch total oft gesehen und auch noch nie in der Wirklichkeit. Ich glaube auch, das kommt nicht so oft in der Realität vor, wie man als Kind dachte, weil es im Fernsehen thematisiert. Aber bis heute, wenn ich an irgendeiner Statue stehe oder in irgendeinem Schloss bin und auch. So ein Stein sieht ein bisschen auffällig aus, dann drücke ich da auch drauf. Ich auch, ja. Ist total lustig. Das stimmt, ja. Also kurzes Fazit, ich glaube, es ist echt ein guter Gesprächsaufhänger. Ich glaube auch, man muss es gut formulieren. Das war leider, das Original war nicht so gut formuliert. Ja, ja, ja. Aber trotzdem musste ich sofort an Sachen denken. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen vorbereiten, wenn man das bringen will und selbst sich ein bisschen was überlegen, damit man so ein Beispiel bringen kann. Naja, oder je nachdem, wo man ist, kann man ja direkt damit einsteigen. Also angenommen, man macht einen Betriebsausflug auf ein Schloss und dann kann man ja zum Spaß einen Smalltalk damit anfangen, dass man sagt, ey, hast du auch das Bedürfnis, da hinten auf den Stein zu drücken, weil er so auffällig aussieht? Und dann kommt man in dieses Gespräch. Aber ich dachte auch, das könnte richtig, ich meine, wenn man in so einer Gruppe von 5, 6 Leuten ist, kommt man, glaube ich, in total viele Beispiele. Ja, ja. Und dann kommt man weiter und kann vielleicht noch über die Serien reden, die man früher geguckt hat oder so. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ja, fand ich auch gut, dass ich das gelesen habe. Ja. Ich sag dir jetzt mal meinen Favoriten, den ich wirklich, wirklich gut finde, weil ich das Gefühl habe, so würde ich wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ich selber damit umgehen, wenn ich nicht wüsste, wie ich in so einer Smalltalk-Situation bin. Mhm. Aber das ist eher, glaube ich, geeignet für 1-zu-1-Situationen, nicht für Gruppensituationen. Mhm. Und zwar... Was machst du so hier? Ja, genau. Nee, ich würde wahrscheinlich sowas sagen wie, hi, ich hoffe, du bist besser in Smalltalk als ich. Ich fühle mich da immer super seltsam. Mhm.
Ja. Also ja, ich verstehe es, weil man so direkt das thematisiert, aber ich wüsste halt nicht, wie sich dann ein Gespräch ergeben würde. Also dann sage ich so, nee, leider nicht. Und dann? Ja, dann genau, da kannst du über die Seltsamkeit von Smalltalk reden und von Ja. Gesprächssituationen. Ja, man muss, ich glaube, man muss so ein bisschen in der Stimme sein, um auf so eine Metaebene zu kommen. Und ich habe das Gefühl, man redet eher mit Leuten, die man besser kennt, über so. Ich weiß es nicht. Schwierig. Also bin ich nicht so begeistert wie du, ehrlich Ah, gesagt. okay. Aber ich dachte echt, wenn ich so authentisch zu jemandem wirklich sagen kann, so, boah, ich fühle mich gerade hier voll seltsam auf dieser Party, ich kann einfach nicht mit Leuten spontan ein Gespräch anfangen. Und das würde ich natürlich nicht, ich würde nicht zu jemandem hingehen und dann damit anfangen. Das wäre super seltsam. Wango, man sitzt eh nebeneinander und alle sind gerade jubelnd auf dem Balkon oder rauchend auf dem Balkon oder so und man ist immer noch sitzen geblieben mit einer anderen Person. Dann würde ich wahrscheinlich echt sowas sagen wie, ey, tut mir leid, ich bin echt nicht so der Smalltalk-Mensch, aber ich habe nichts gegen Menschen, wir können total gerne reden. Ich Ja. bin nur nicht gut darin, ein Thema zu finden oder so. Ja, aber da Also. musst du halt Glück haben, dass die andere Person dann passt, ne? Also, dass die andere Person dann sowas sagt wie, ja. Also, entweder, wie wir gesagt haben, sie sagt dann auch, ja, ich auch nicht. Und dann redet man über so eine Metaebene oder lacht dann so darüber. Oder die andere Person ist halt ein Mensch, der oder die gerne darüber redet. Und dann sowas wie, hey, ist gar kein Problem, ich mach mal den Anfang. Ja, und dann ist doch gut. Kennst du diese Kinderserie, die und so, Ja, ne? genau. Aber ich bin nicht so richtig überzeugt. Ah, also ich habe das Gefühl, für mich wäre es ideal, weil die einfachste Art für mich mit Nervosität umzugehen ist, sie einmal kurz zu thematisieren. Ich Ja, das weiß, verstehe ich. ja. Also auch wenn ich zum Beispiel mal manchmal vor, als ich zum Beispiel zum ersten Mal irgendwo öffentlich vortragen musste, jetzt in meinem Job, also auf einer Ja. Tagung war, habe ich auch gesagt so, oh ja, danke für nochmal für die Einladung, die Tagung ist meine erste, deswegen bin ich jetzt auch total nervös. Und das nehmen die Leute wahrscheinlich eh nicht so richtig wahr, denken sich, ja, mein Gott, der labert halt noch. Aber dann ist es für mich schon mal total entlastend, dass ich das einmal gesagt habe. Ja, ich kann das Ja. verstehen. Ja. Ich glaube halt, für mich macht ein gutes Smalltalk-Thema aus, dass es das Potenzial hat, über die Frage hinaus ins Gespräch zu kommen. Also, dass es wirklich so ein Eisbrecher ist für so eine Diskussion, die sich danach entspinnt. Und das Ja. wäre das für mich nicht, Okay. Ja, weil ja, das ja. dann inhaltlich nichts beiträgt. Also, es gibt, du hast recht, es gibt ist so eine Erleichterung, so eine psychische. Und es kann witzig sein, aber ich weiß nicht, ob es gut funktioniert. Also müsste man der freien Wildbahn austesten, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Ja. Gut, mein allerletztes Ding ist, welches Sprichwort äußern Leute, das völliger Blödsinn ist? Das ist Halte ich für eine gut. gute Frage, weil ich finde Sprichwörter total oft richtig nervig. Ja. Also so Klar. wir reden von so Kalender. Ach so, Moment, Sprichwörter. Stimmt. Ich habe eigentlich, als ich das gelesen habe, dachte ich an so Kalendersprüche. Aber Aber es ist ja ist das nicht Sprichwort. ähnlich? Nee, ich glaube, jetzt, wo ich es nochmal drüber nachgedacht habe, sind es, glaube ich, wirklich sowas wie. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, okay, stimmt. Ist das ein Sprichwort? Ja, Ja, okay, doch. Ja, ich dachte gerade an diese ganzen, wenn der Bauer morgens, was weiß ich. nee, genau, warte mal. Kräht der Hahn auf der Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt so, wie es Was ist. natürlich Blödsinn ist, aber da müssen wir nicht drüber Wieso reden. ist es immer wahr? Ach so, ja, klar. Ja, klar. Aber Deswegen ist deshalb ist es es. ja Ja, Blödsinn. genau, deshalb ist es Ja, Blödsinn, aber ja. es stimmt immer. Ja, stimmt, ich weiß auch Es ist ja auch, dran. glaube ich, das sagen ja Bauern auch, glaube ich, so als Scherz. Ja. So, oder BäuerInnen. Ja, oder weil es halt auch diese ganzen komischen Aberglaube-Sachen Ja, wahrscheinlich gibt. Ja. genau. Wenn die Kartoffeln so und so Ja, aussehen, dann kommt der Herbst früh oder sowas. genau. Aber ich dachte eigentlich, als ich es aufgeschrieben habe, dachte ich eher an so Kalendersprüche wie: Ach Du so. musst erst dich selber lieben, damit andere dich lieben. Halte ich Ah. für Quatsch zum Beispiel. Das ist einfach so ein richtig großer Druck, der da auf Leuten lastet. Ich meine, es gibt auch Ja, Leute, ja, ja. die große Selbstzweifel haben und die können jetzt nicht geliebt werden von anderen Leuten oder was ist da los? Ja, Also ist total. halt, da ist natürlich ein Funke Wahrheit dahinter, dass man so sagt, man muss sich Ja, erst für selber bestimmte Menschen kennen. halt. Ja, man muss sich auch erst, also es ist wichtig, dass man sich selber, also dass man so eine gute Einstellung zu sich selber hat, ist natürlich was Wichtiges. Aber ich finde, das so direkt damit zu verbinden, finde ich echt furchtbar und das als Ratschlag zu geben, finde ich fast noch furchtbarer. Deshalb, das ist mein absolutes Ja, ich glaube, der Hass-Sprichwort. Spruch ist auch doof, weil ich meine, das gibt ja auch im Deutschen einfach, also diese Liebe kann ja verschiedene Arten von Bedeutung haben, ja, also Liebe zu den eigenen Kindern versus Liebe zum Partner, zur Partnerin versus so eine, sage ich mal, nicht sexuell motivierte Liebe und nicht Ja. familiär motivierte Liebe kann es ja auch noch geben und so. Ja. Und je nachdem, was man damit meint, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sowas ersetzen würde, wie man muss sich selber kennen, bevor andere einen gut kennenlernen können oder so, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich weiß, das stimmt auch nicht, Wieso finde ich. nicht?
Finde ich, aber ich finde es gar nicht so daneben, weil wenn man sich, wenn nur andere Leute sich auf mich einlassen, aber ich habe ja irgendwie das Gefühl, so ich bin irgendwie alles und nichts und weiß noch selber aber gar nicht. Aber auch voll oft kennen Leute dich. Hast du nicht das Gefühl, dass Leute dich besser einschätzen können, manchmal als du selber zum Beispiel? Ja, ja, schon. Aber nur im Hinblick auf bestimmte, wie soll ich sagen? Es gibt halt Leute, die sind zum Beispiel auch nicht so gut in Selbstreflexion. Ja, okay. Sollen die jetzt nicht von anderen Leuten besser eingeschätzt werden? Ja, okay, du hast was ist, denn, was ist denn dein Hass-Kalenderspruch oder Sprichwort? Oh, also im Prinzip fast alles, was Menschen in, wie soll ich sagen, was so Partnerschaft thematisiert und Menschen in so komische Kategorien und Stereotype hineinzwingt. Ja. Also sowas wie, boah, keine Ahnung. Also, ach, ich weiß nicht, also das, also was ich meinte, das gar nicht so mit dem Gleich und Gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an, das ist, glaube ich, so im Kern alles, was ich damit meine. Ja. Weil je nach, es gibt für jede Art von Partnerschaft, die funktioniert oder nicht funktioniert, kann man irgendwie plötzlich erklären, indem man so eine, auf so eine Redewendung zurückgreift. Also, ne, weißt du, sowas wie, also, dass die miteinander auskommen, ja, Gegensätze ziehen sich an oder so. Ja. Ja, die sind seit der 9. Klasse zusammen, so, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Also man kann immer das sagen, was passt und wirkt klug oder so. Und ich habe das Gefühl, es gibt da so zig Sachen, weil natürlich Menschen super gerne über Partnerschaft und Beziehung reden, weil es jede Person irgendwie angeht oder jede Person damit irgendwas zu tun hat. Gibt es da einfach zig Sachen, auf die man zurückgreifen kann und man übergeht immer dieses ganz Individuelle jeder Situation und jedes Menschen, wenn man das in dann so in so eine, auf so eine Formel versucht zurückzuführen. Deswegen finde ich das immer stressig. Also, ja. So, oder ich habe das Gefühl, das führt zu nichts oder so. Nee, auf keinen Fall. Ja, ja, ja. Ja. Genau, halte ich aber auch für ein ganz gutes Gesprächsthema, weil es gibt immer Leute, also es gibt jede Person, jeder Person wird wahrscheinlich irgendwas einfallen und man kommt dann, glaube ich, ganz gut ins Gespräch über, was ist einem so wichtig vielleicht. Vielleicht ist es eine gute erste Date-Frage, weil man so ein bisschen die Person in ihren Werten ein bisschen kennenlernt, weil ich dann zum Beispiel weiß, ah krass, du bist so ein, den Stereotype findest du furchtbar, Individualität ist dir irgendwie wichtig und so ein Kram. Oh ja, stimmt, jetzt wird mir auch noch ein hier, lebe deinen jeden Tag, so als ob es dein letzter wäre. Wo ich denke so, was? Warum? Soll ich traurig... Aber nur im Zusammenhang mit Carpe Diem. Ja, soll ich traurig auf dem Bett liegen und alle Verwandten nochmal einladen oder so und sagen so, ja, es könnte mein letzter Tag sein oder was? Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist so dieses, das, da hat man sofort so, keine Ahnung, welche abenteuerlichen Männer im Kopf, die jetzt nochmal mit dem Auto irgendwo hinrasen oder so. Also es ist auch wieder so ein Stereotypen-Ding. Ich habe das Gefühl, so, ich kann natürlich nicht jeden Tag so leben, als ob mein letzter wäre. Das wäre gegenüber ganz vielen anderen Menschen nur super unverantwortlich. Ja, es ist einfach auch keine gute Idee für dich selber. Also, ja, aber ja, klar. Ja. Ein komisches Verhaltensweisen, die super gefährlich sind oder so, im schlechtesten Fall. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich finde auch eher, es ist eher schwierig, einen Kalenderspruch zu finden, den ich okay finde, als andersrum, glaube ich, ehrlich gesagt. Also ich bin da eher dagegen. Ja, ich würde ja sagen, lebe den letzten Tag so, als ob es jeder andere wäre. Denkt mal darüber nach. Kannst du dir auch auf ein Kissen sticken lassen? Ja, total. Okay. Genau. Aber ist okay, ne, das Thema? Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Genau, ich hab eigentlich noch zwei. Und zwar, das eine finde ich richtig fies, weil ich da selber überhaupt nicht wüsste, wie ich reagieren soll. Ja, dann mach da jetzt mal. Okay, wie wäre der Titel deiner Autobiografie? Okay, das ist schwierig. Ja, fand ich auch. Ich habe auch das Was ist denn auch normale Titel für eine Autobiografie, frage ich mich dann auch. Was ist die Konvention für so Buchtitel? Ja, keine Ahnung. Also irgendwas, was, naja, es muss ja so für dein Leben stehen irgendwie. Keine Ahnung. Ich hätte vielleicht ein bisschen recherchieren sollen, gucken, wie so typischerweise Autobiografien so heißen. Mhm. Ne? Aber, naja, man kennt ja normalerweise Leute, die mit irgendwelchen Berufen, das ist halt der Torschützenkönig. Ganz privat. Nee, keine Ahnung. Ja, das oder heißt. Keine Ahnung, hier mit Donald Trumps Lieblings-selbst geschriebenes Buch, dieses The Art of the Deal oder so. Ja, und meistens oft ist es ja auch mit so Zitaten verbunden. Ich meine, der Titel meiner Autobiografie bis jetzt. Es wäre bestimmt irgendwas mit so Imposter-Syndrome-mäßig oder so, glaube ich. Also so, wie habe ich das überhaupt geschafft, das zu erreichen, was ich erreicht habe? Ah, ich weiß. Fähigen Fähigkeiten. Rebecca, warum hat mich noch keiner entlarvt? Ja, ich glaube, das ist, wir reden da ja oft drüber, Imposter-Syndrome ist vielleicht auch eine interessante Folge mal, also dass man das Gefühl hat, man hat das, was man geschafft hat, gar nicht verdient und irgendwann kommt jemand und entlarvt, dass du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Das ist leider oft in der Wissenschaft auch der Fall.
Und das habe ich schon ein bisschen. Vielleicht wäre das, ja, okay, das übernehme ich. Was ist denn dein Titel? Ja, das war die Frage, wo ich am ehesten das Bedürfnis hatte, vorher drüber nachzudenken, weil ich wusste, ich werde ewig brauchen, bis mir was einfällt. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich dachte, das wäre so unauthentisch. Deswegen habe ich noch keine Idee. Also ich müsste jetzt auch ein bisschen länger darüber nachdenken. Ich finde es jetzt witzig, dass du so schnell auf was gekommen bist. Erst wollte ich so einen Witz machen und so. Es gibt auch diesen Film 30 über Nacht und dann dachte ich, das könnte ich auch machen, weil ich werde ja 30 dieses Jahr und ich habe das Gefühl, wie ist das so schnell passiert? Nicht, dass ich habe kein Problem damit, älter zu werden, aber ich habe das Gefühl, dass es so schnell passiert irgendwie. Mhm. Gerade jetzt auch so in den Pandemiezeiten ist die Zeit ja irgendwie schneller rumgegangen, gefühlt, also finde ich zumindest. Vielleicht ist es für andere auch genau andersrum. Und dann würde ich vielleicht, wenn so, welcher Filmtitel würde dein Leben im Moment beschreiben, wäre es 30 über Nacht, glaube ich. Also es hat nichts mit diesem Film an sich zu tun, aber es wäre ja. Witzig. Ich habe gerade gedacht, was ein guter Titel für mich, für meine Autobiografie wäre Sprachspiele. Weil das ist ein Fachbegriff von Ludwig Wittgenstein, den ich super schätze. Also das Sprachspiel und diese Analogie mit diesem, dass jede Art von Kommunikation wie so ein Spiel ist, was wir lernen. Und ich finde, das sind so zwei Sachen, die mich total geprägt haben. Also einerseits Spiele und Regeln, aber auch Sprache und ihre Regeln. Und ich finde, Sprachspiele finde ich lustig. Das ist jetzt so ein ernster Titel und ich stehe wie so ein Depp da mit meinem 30 über Nacht. Ach nein, aber ich fand das andere mit dem wann werde ich entlarven? Wann werde ich endlich entlarven? Genau, finde ich auch witzig. Ja, also, ja. Und so. Und dieses Sprachspiel wäre, glaube ich, auch ganz cool, weil ich reflektiere schon voll oft drüber, so wie funktionieren eigentlich hier die Regeln dieses Spiels, in dem ich mich gerade bewege. Und ich meine natürlich, und mich interessieren solche Muster und Regelhaftigkeiten, sowohl bei Videospielen und bei normalen Spielen, aber auch eben auch in kommunikativen Situationen, in der Politik, so welche Karte muss die Person jetzt spielen? Ich habe es gewusst, so meine Lieblingsleitanalogie, mit der ich Dinge sehe und durchdenke, so welchen Regeln folgt gerade jemand, um etwas zu erreichen? Hat jemand gerade nicht richtig gespielt oder die Regeln gebrochen? Ist damit das Spiel jetzt verändert? Weil ich meine, in der echten Kommunikation ist es ja nicht wie Fußball oder so, wo dann irgendein Gremium darüber entscheidet, ob man jetzt wirklich den virtuellen Schiedsrichter oder wie das heißt, oder den also Kamera-Schiedsrichter einführt oder nicht. Sondern oft ist ja so, das merkt man oft, dass sich so wie hat Donald Trump die Spielregeln der politischen Kommunikation verändert oder sowas. Ja? Alles diese Sachen, die interessieren mich total. Ich habe das Gefühl, ich würde dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Autobiografie schreiben würde, würde ich wahrscheinlich, jedes Kapitel wäre ein echtes lebensweltliches Thema, was ich aber durch die Brille eines Spiels sehe. Also unabhängig, ob es jetzt sowas wie, keine Ahnung, wenn es um irgendwas ginge wie, also das würde ich natürlich nicht nehmen, aber man könnte ja, also es ist ein doofes Beispiel, sowas wie Beziehung als Tennis oder Tischtennis oder sowas, wo man sich die Bälle gegenseitig zuspielt und so weiter. Und dann würde ich versuchen, über diese Analogie zum Beispiel was zu erklären. Dann würde ich vielleicht sowas wie das Berufsleben als, keine Ahnung was, ja. Aber wieso wäre das denn, das wäre eher so wie so eine populärwissenschaftliche Einführung in Sprachwissenschaft oder so. Ja, aber ich würde ja mein Leben danach erzählen. Okay. Ich würde so die wesentlichen Sachen. Und du würdest das über deine Beziehung zum Beispiel individuell, subjektiv schreiben, aber das mit Tennis zum Beispiel vergleichen. Ja, genau. Mhm. Und das ist jetzt nicht fest. Meine Freundin und ich sind ja Tennis-Duell zwischen so und so und so und so. Nee, so konkret nicht. Eher so, wie das Spiel funktioniert, was für mich an dem Spiel vielleicht interessant ist oder so. Also ich mag ja zum Beispiel Tennis total gerne. Ich glaube, du wärst dann trotzdem zu sehr auf so einer Metaebene, wie Beziehungen an sich funktionieren, nicht wie deine eigene. Aber ich glaube, so bin ich. Autobiografie, aber ich glaube, so bin ich halt auch. Also okay, ich habe das Gefühl, ich bin immer am Hacken. Ich glaube, weil du einfach keine Autobiografie schreiben würdest. Also ich auch nicht. Ich glaube, wir sind beide nicht die Menschen dafür. Sondern wir würden dann eher unseren Blick auf die Welt so. Ja, genau. Wahrscheinlich würde ich eher so in die Richtung gehen. Ja. Aber interessant. Ja. Okay. Ja. Aber ich würde wahrscheinlich schon, wenn ich meine Biografie einfange, glaube ich schon, ich könnte super schön damit einsteigen, was das erste Spiel war, das ich gelernt habe oder sowas. Ja, aber das könntest du ja auch in so einer Einführung machen. Das ging ja auch. Ja, aber dann würde ich ja versuchen, darüber irgendwie vielleicht zu charakterisieren, wie meine Perspektive auf das Leben dadurch geprägt ist oder sowas halt, weißt du? Also, was weiß ich. Wieso reden wir darüber? Ich weiß es nicht. Weil aber, der Titel für die Autobiografie scheint ein guter Aufhänger zu sein. Ja, aber da würde ich sofort dazu sagen, ich glaube, das muss man bei Leuten, die man ganz gut kennt, also ich glaube, so eine Mitfahrgelegenheit könnte ich mir auch vorstellen, wenn man ja anderthalb Stunden Auto fährt oder so, aber so auf so einer Party, ich weiß nicht, weil das kann ja auch sehr persönlich sein. Ich meine, will ich jetzt Thorsten auf der Party erzählen, dass ich total unsicher bin in meinem Beruf? Ich weiß es nicht. Ja.
Aber es könnte ja auch dieser Moment... Ich würde ja unfähig, den Titel würde ich dann nicht nennen. Oder ja, so, ja. Aber es wird, könnte ja auch dieser Moment sein, wo spontan emotionale Tiefe im Smalltalk entsteht. Ja, vielleicht werden Thorsten nicht danach richtig gute Freunde. Ja, genau. Kann ja sein. Ja. Nee, ich finde es aber doch ganz gut. Ich würde es vielleicht eher gucken, bei wem ich das sage, aber ja. Okay. Also, wie gesagt, einen meiner besten Freunde habe ich dadurch kennengelernt, dass wir in so einer Vorstellungsrunde in beruflichen Kontexten hat er was super Witziges, Privates erzählt. Mhm. Und dann dachte ich, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil alle anderen haben sowas gesagt wie, also ich bin hier, bumbl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 
stochert habe. Ich war eh schon mega nervös. Dann meinte sie so, ja, das hat mich jetzt auch nicht so befriedigt. Hier, wir bleiben einfach mal bei dir vier. Oh. Und so. Ich fand das richtig ungerecht halt. Ja. Und dann weiß ich, und das ist eigentlich noch nicht die Erzfeind-Story sozusagen, aber es war total lustig dann schon viel länger. Ich hatte das wahrscheinlich schon irgendwie, ne, ich hatte schon hier meinen Abschluss an der Uni und habe schon an der Uni gearbeitet und bin dann irgendwann wieder in meiner Heimatstadt gewesen und wollte einfach nur für meine Familie Eiscreme holen an dem Eiscafé, was neben der Schule ist, neben meiner alten Schule. Und dann saß er da halt und ich habe ihn gesehen und hatte sofort das Bedürfnis hinzugehen und zu sagen, übrigens, es war keine verdammte Vier. Ich habe natürlich nichts gemacht. Also ich bin nicht hingegangen. Oh, krass, dass du immer noch so leidenschaftlich dabei bist. Ja, aber es hat mich so richtig damals... Ich verstehe das, weil Ungerechtigkeit ist was, dass man gerade als Kind oder Jugendliche immer stressig findet. Ja. Und dann gerade nochmal, wenn es so von Autoritäten kommt, die eigentlich fair sein müssen. Ja, genau. Verstehe ich total. Und deswegen ist es natürlich nicht... eigentlich auch eine Sache, die ja bürokratisch funktioniert mit dieser, jeder kommt mal dran, jeder. Ja. Und ich schreibe mir das auf. Und was schief läuft, das kann ich schon verstehen. Ja. Also deswegen. Ich meine, ich würde jetzt nicht 20 Jahre später immer noch drüber nachdenken und sagen, das ist mein Erzfeind. Aber ja, hey! Ich sage auch nicht, dass er mein Erzfeind ist. Aber ich habe schon, ich habe schon das Gefühl, ich würde... Wenn ich also so ein Klassentreffen, würdest du es nochmal ansprechen? Dann angenommen, er wäre da, warum auch immer er da sein sollte bei einem Klassentreffen. Nee. Oder witzig wäre, wenn aus irgendeinem Grund kommt er dann nochmal zu dir und will irgendwas von dir, so, keine Ahnung, vielleicht, oder vielleicht sein Kind ist irgendwann mal dir in der Einführung in die Sprachwissenschaft und dann liest du so den Namen und sagst dir so, ha! Nein. Man sieht sich immer zweimal. Nein, ich würde super fair sein. Ja. Aber angenommen, er würde sagen sowas wie, hey, Sie sind ja ein ehemaliger Schüler unserer Schule, ich würde Sie gerne zu einem Vortrag haben, dann würde ich sagen, nein. Echt das? Ja. So weit würdest du gehen? Ja. Das finde ich krass. Ja. Aber ich meine, es ist ja nicht immer so, dass der irgendwas davon hat. Also du würdest das ja für die SchülerInnen machen. Ja, okay, das stimmt. Aber irgendwie sowas, weil wenn ich wüsste, er könnte dadurch irgendwie seinen Ruf aufpolieren, dann würde ich, wenn ich wüsste, es hätte für ihn irgendeinen Vorteil, würde ich ihm das... Und was ist, wenn du so an ihm vorbeilaufen würdest und er hätte so eine Einkaufstüte und die würde unten so aufgehen und alle seine ganzes Gemüse fällt so auf den Gehsteig, würdest du helfen? Ja. Das schon? Ja, das schon. Ja. Aber nicht zum Vortrag kommen? Nein. Da hätte ich nämlich das Bedürfnis, dann würde er wahrscheinlich mit mir reden wollen und dann würde ich wahrscheinlich diese Geschichte auspacken, wie ich mich kenne. Das wäre super unangenehm. Das ist ja richtig unangenehm, weil das ist halt so 20 Jahre her und du denkst, Alter, ich habe 1000 Schüler. Ja, klar. Ich schätze, der unterrichtet auch gar nicht mehr. Also, aber naja, der war da schon relativ alt und als ich ihn dann sozusagen im Eiscafé gesehen habe, hat er schon super graue Haare gehabt und wirkte auf jeden Fall eher wie ein älterer Mann. Ja, wenn du das hörst an dieser Stelle. Ja, genau. Wenn Sie das hören, schreiben Sie mir. Wir laden dann entschuldigen Sie sich. Wir laden den Podcast ein und machen eine Folge zu der Konfrontation zweier Erzfeinde. Vielleicht bist du auch sein Erzfeind. Ja, genau. Oh, das ist natürlich auch eine gute Frage, ob man selber vielleicht der Erzfeind von jemandem ist. Finde ich auch interessant, aber ich glaube, ich würde es auf keinen Fall wissen wollen. Weißt du es ja, weil du jemanden mal super ungerecht behandelt hast. Und dann ich kann es mir eigentlich... So diese Mitfahrgelegenheit, wo du die ganze Zeit angeschwiegen hast. Und bis dahin dachte, sie wäre super sympathisch. Also ich kann es mir eigentlich... Also ob ich jetzt jemanden kenne, wo ich wirklich weiß, die Person mag mich nicht. Ne? So. Weiß ich nicht. Nicht, weil ich so liebenswert bin, aber ich wüsste jetzt spontan niemanden. Mhm. Also mein Erz ist natürlich schwierig immer zu sagen, wir machen jetzt eine witzige Erzfeindgeschichte. Was natürlich gerade eingefallen ist, da kannst du auch mitreden. Oh. Weil wir waren mal zusammen im Urlaub und da gab es doch dieses Restaurant. Wie hieß das nochmal? Dieser Würstchenladen. Aber ich will keinen Namen. Ja, ist doch blöd. Also ja. Genau, da war so ein eigentlich ganz cooler Imbiss. Die hatten so Pommes und Würstchen und so. Naja, besondere Bratwurst. Ja, es war, glaube ich, möglicherweise auch so ein bisschen... Nee, ich glaube, es war nicht nachhaltig. Nee. Aber es war auf jeden Fall besser als der Standard-Imbiss. Ne? Ja. Und da habe ich mir auch am ersten Abend was geholt. Und es war auch alles ganz lecker. Und dann wollten wir uns irgendwann nochmal was holen. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass die so... Ich weiß gar nicht warum, aber die hatten so, man musste immer ein bisschen länger warten und dann hatten die so eine, ich glaube so eine, wie so eine Reklameschild oder so Monitore, wo immer so Sprüche standen, die sich so abgewechselt haben. Ne? Ah ja, jetzt so weiß war ich. Das. Und das waren halt richtig sexistische Sprüche. Also ja, so dumme, wo du wirklich so weißt, das schickt Onkel Achim in der Familiengruppe als Meme. So. Ja.
meine Freundin ist besser als das FBI oder so. Ja, sie weiß immer, wo ich bin. Solche Sprüche waren das. Ja, ja, und ich habe das dann so, stand da so an und habe das so gelesen. Und ich finde das einfach mega stressig. Also ich finde das fast noch stressiger als so offen sexistische Sachen. Hm. So diese Leute, wo man so weiß, es gibt so eine bestimmte Art von Mensch, die das gerne mag. Und ich habe das Gefühl, manchmal gibt es so hippe, junge Restaurants, habe ich schon ein paar Mal bemerkt, die dann so absichtlich so, so edgy Werbung machen. Ja, ja, ja. Auf Kosten von anderen Leuten. Ja, ja. Ja. Und ich weiß auch die anderen Sprüche. Es gab ganz viele von diesen total eklig alt-männer-sexistischen Sprüchen. Mir fällt aber leider nur noch dieser eine ein. Aber es waren, man kennt sie, diese ganzen Sprüche. Ja, wo man auch so T-Shirts kaufen kann, so alten EMP-Katalog oder so ein Türschild, wo sowas steht, vor sich beißen, da ist da so eine Frau drauf oder was weiß ich. Irgendwie so ein Quatsch. Ja, 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 ja. Und ich habe mich so krass darüber geärgert, dass ich halt wirklich nicht mehr zu dem Restaurant gehen wollte. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass du dir dann heimlich trotzdem was geholt hast. Na, nicht heimlich. Ich habe einfach gesagt, ich bleib jetzt in der Schlange stehen, weil ich keinen Bock hatte, mich woanders noch mal neu anzustellen. Und ich war richtig sauer. Ich habe so eine richtige passionierte Rede gehalten, dass es nicht in Ordnung ist, diese Firma zu unterstützen, wenn die solche Werbung machen. Und dann habe ich auch so gesagt, ja, bei dir kommt auch das Essen vor der Moral. Ja, stimmt. Ich war übertrieben sauer. Also wirklich, quasi Brecht-Rezitiert. Ich war wirklich wütender, als man eigentlich sein sollte. Ja. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, die Betreiber, sagen wir so, die Leute, die diese Werbung von diesem Würstchenstand machen, das ist mein Erzfeind. Okay, finde ich gut. Grüße gehen raus. Genau, böse Grüße an meinen Geschichtslehrer und an diesen Wurststand. Ja. So. Aber finde ich eine sehr witzige Sache, die natürlich, also man hofft dann natürlich, dass man keine ernste Geschichte. Ja, dann, aber stimmt. Dann weiß man direkt. Okay, ich sollte aufpassen bei dieser Person. Ja. Es gibt so Leute, die dann wirklich so, ja, die Ex-Freundin von meinem Freund war so. Das will man nicht hören. Stimmt. Aber so eine witzige Geschichte über den ehemaligen Geschichtslehrer oder über diesen Würstchenstand-Werbung-Menschen. Ja. Aber ist doch gut, dann filtert man so gleich die Leute, die potenziell super stressig sind, kann man dann gut erkennen. Ja. Aber die Frage, ob man selber ein Erzfeind ist, finde ich auch witzig. Mhm. Könnte aber tendenziell problematischer sein als die. Ja, das stimmt. Müsste ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob mir da jemand einfällt. Ja, lieber nicht. Lieber nicht. Okay. Ich hoffe nicht. Falls ich der Erzfeind von oder die Erzfeindin von jemandem von euch bin, es tut mir sehr leid. Ich möchte mich gerne entschuldigen. Außer es geht um die Weihnachtsmann-Folge, dann nicht. Okay. Ja, also ich hoffe, ihr habt vielleicht wieder ein paar Smalltalk-Themen mitgenommen. Diesmal war das ja auch das Hauptthema. Und voll geil wäre, wenn wir eine zweite Folge machen mit euren Themenvorschlägen, wo wir dann darauf reagieren. Oh ja, genau. Das fände ich richtig cool. Genau, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt mit Smalltalk-Themen, wo ihr sagt, hey, das sind fantastische Opener oder Wir werden auch nicht drüber nachdenken. Genau. Wir werden die einfach direkt vorher rausschreiben, ohne sie uns anzugucken. Oder wir bitten jemanden, die rauszuschreiben. Ja, genau. Wir bitten jemand anderen, die für uns rauszukopieren und dann haben wir einfach einen Zettel oder vielleicht laden wir eine gastmoderierende Person an. Ja, stimmt. Und sie könnte uns diese Sachen präsentieren. Fände ich richtig gut. Okay. Deshalb in die YouTube-Kommentare, wenn ihr uns bei YouTube hört oder gerne eine Mail oder wenn er dann endlich mal kommt, unser Instagram-Kanal, der müsste im September irgendwann dann auch mal da sein. Wir sagen euch Bescheid und dann könnt ihr uns da gerne auch schreiben. Okay, dann macht's gut und bis bald. Tschüss.